Jetzt haben wir ein ganz schwieriges Thema. Deswegen haben wir auch einen ganz klugen Mann. Danke. Heinz, WLAN, Router und dieser ganze Kram, der da so wunderbar funktioniert, ja, wenn er funktioniert, soll. Aber manchmal eben auch nicht. WLAN haben wir nun unsere drahtlosen Verbindungen, sowas. Im Prinzip wenn geht sie das ja auch. Im Prinzip gehen die ja. Sagen wir mal. Und das war es dann auch im Prinzip. Als ich die Geschichte hier vorbereitet habe, habe ich gedacht, das ist alles wunderschön. Erzählt man etwas 802.n, also über das neue WLAN, das drahtlose. Also dieses IEEE 802.n. Also das bis 150 bzw. 300 Megabit gehen soll. Pro Sekunde Übertragungsgeschwindigkeit. Ja. Mhm. So, und dann habe ich angefangen, damit rum zu experimentieren. Und hier, wie man sieht, auf dem Tisch steht ein ganzes Sammelsurium von Geräten. Gier. Ich weiß nicht, ob du die hinterher auch noch hast. Ah ja, gut. Was man kennt, sind hier diese ganz normalen Router, die also den 54-Megabit-Standard haben. Die laufen mit allen Geräten. Mhm. Dann habe ich jetzt hier ein paar stehen, hier diese Logilink und zwei Belkin-Router, die 150 bzw. 300 Megabit machen sollen. Mhm. Ich habe sehr gut zugehört. Ja, sollen, ja. Soweit die Theorie. Warum hatten der zwei Antennen? Der hat zwei Kanäle, der macht mit 2,4 GHz und mit 5 GHz, deswegen die beiden Antennen. Und was auch schön ist, man kann die Antennen noch biegen. Um sie dann so auszurichten, dass man eine gute Raumausleuchtung hat. Mhm. Das habe ich zu Hause eingesetzt. Eben wegen der beiden Antennen und wegen noch eines anderen Vorteils, auf den wir gleich noch kommen. Gut, also, dann habe ich ein wunderschönes kleines Netbook, was heute so jeder hat. Das ist nett, ja. Und habe dann versucht, mal da Verbindung mit aufzunehmen. Und siehe da, ich war vollkommen überrascht, was dabei rauskam. Aber ging es oder ging es nicht? Es geht, ja sicher. Wir haben auch jetzt eine Verbindung. Und zwar sind wir jetzt mit dem Belkin Share, mit dem hier verbunden. Ja. Und wenn wir uns jetzt die Eigenschaften mal ansehen, dann steht da 65 Megabit. 65 Megabit? Nicht 300 Megabit. Warum steht da 65? Die Entfernung kann es nicht sein. Nein, es gibt zwei Gründe dafür. A, haben wir hier zu viele Funknetze. Wir haben hier vier Router, die stören sich gegenseitig ein bisschen. Und zum anderen kommt man dann maximal auf 100 Megabit ungefähr. Also vier sich nicht störende Verbindungen könnte man höchstens in Japan zustande bringen, weil die nicht wie wir 13, sondern 14 Kanäle haben und dann würde man das schaffen. Also vier geht theoretisch in Deutschland schon mal gar nicht. Theoretisch ging es, aber wir haben hier Überlappungen drin. Mhm. Man könnte jetzt hardwaremäßig, ich habe diese Automatik stehen, die suchen sich selber das Beste raus. Aber es funktioniert eben nicht so. Vielleicht sollen wir noch mal ganz kurz erklären, wie dieser Kram da funktioniert. Vor allen Dingen jetzt, weil Google da fürchterlich einen drüber gebraten kriegt, weil die irgendwelche Sachen aufgezeichnet haben, die einer der Entwickler zufällig da drin gelassen hat. Diese Teile, naja, der hat irgendwie unerlaubte Programmsegmente, Funktionen eingebaut und die hat man vergessen rauszumurksen und keinem ist aufgefallen. Mhm. Diese Teile hier, die machen ja Folgendes. Jede Sekunde so 10-mal schicken die ja ringsrum ihre SSID, also quasi ihren Namen raus. Mhm. Dann sagen sie auch noch, welche MAC-Adresse sie haben. Und damit sind sie zuordnenbar. Und Verschlüsselung. Die schicken sie auch noch, damit die anderen wissen, wie sie denn angesprochen werden wollen. Ja. 10-mal pro Sekunde. Und muss das macht dann jeder. Ja. Und wenn die sich in die Quere kommen und... Dann gibt es ja Probleme. Also wir haben die jetzt hier verschlüsselt. Ich verbinde mich jetzt gerade hier mit dem, dem weißen. Der Sicherheitsschlüssel heißt hier CC2 Netz, darf man nicht verraten. Na gut, wenn die Sendung ausgestrahlt wird, dann ist das abgebaut. Dafür geht der hier auch nicht. Wahrscheinlich die falsche. Vielleicht habe ich die zwischendurch geändert. Ja, das ist die 113. Ja gut, ich muss ja erstmal mit dem SSID zusammenkommen. Nehmen wir einen anderen. Wir haben ja genug da. Mhm. Gut, also wenn man zu viele Netze, aktive Netze hat, das muss dann ja nicht das eigene sein, kann der Nachbar und der Nachbar und der Nachbar sein, dann ist das sowieso nicht möglich mit diesen 300 Megabit pro Sekunde. Das habe ich gemerkt, als ich hier in der Innenstadt das eingerichtet habe. In dem Haus waren plötzlich 8 Netzwerke aktiv. Da kam ich mit meinen 4 noch dazu. Da war so eine lange Liste plötzlich. Das ist ja krank. Vielleicht sollte man das wieder abschaffen. Ich habe mich jetzt mal versucht, mit dem hier zu verbinden. Mhm. Ja, der blinkt jetzt hier vorne mit so einem Schloss. Jetzt ist das Schloss von gelb auf blau umgeschwungen. Ja, jetzt ist er verschlüsselt. Denn dann müsste die Verbindung da haben. Wir haben natürlich keine Internetverbindung. Gut, aber die Verbindung zwischen den beiden, ja, wir haben die Internetsache weggelassen. Mhm.
Der ist jetzt verbunden. Ich versuche gerade den Status rauszukriegen, um mal zu sehen, wie schnell denn die Verbindung ist. Denn da wird man auch sehen. Na, komm, da ist er. Auch nur 65 Megabit. Mhm. So, jetzt wollen wir das mal auflösen. Der hier hat einen 802N-Draft. Mhm. Keinen endgültigen Standard drin. Die Belkins haben einen endgültigen Standard drin. Wo ist der Unterschied? Da gibt es Software. Irgendwann muss man hier mal die Software updaten, da kommt er auf 150 Megabit. Schneller als 150 Megabit könnte er nicht werden, weil er nur einkanalig fährt. Wenn ich zweikanalig fähre, könnte ich mit denen 300 Megabit fahren. Also, der N-Standard heißt, ich muss zwei Kanäle haben, ja, mit jeweils 150 Megabit. Ja, deswegen hat dann auch die... Wir können das ja mal hier anschließen, der hat ja noch gar keine Verbindung. Ich muss bloß einen USB-Port finden und hoffen, dass er den installiert. Gut, versuchen wir mal weiter zu erzählen. Also wir haben hier 65 Megabit. Wenn ich mit dem Logilink mich mit dem verbinde, komme ich auf 150 Megabit. Mhm. Der hat nämlich auch einen N-Standard. Ja. Das heißt, ich muss also eine Netzwerkkarte und einen Router haben, der zusammenpasst, um auf volle Leistung zu kommen. Mhm. Gut, okay, gut. Klar. Ist ja auch verständlich. Ja. Gibt es ja dann auch so Billigangebote hier, die liegen alle so unter 20 Euro. Mhm. Das sind so 802N. Die funktionieren. Aber? Allerdings auch nur mit 100 Megabit, 150 Megabit. Mit 300 Megabit habe ich von denen keinen zum Laufen gebracht. Mhm. Weil die wahrscheinlich auch nur einen Funkkanal haben. Ja, der hat angeblich zwei Funkkanäle. Ich habe es aber nicht zum Laufen gebracht. Kann natürlich auch sein, dass einfach zu viel los war. Mit dem habe ich 300 Megabit. Das ist von Belkin, der passt zu denen. Mhm. Da habe ich die 300 Megabit mal zum Laufen gebracht. Das ist übrigens ein schönes Teil, wenn man sich das mal ansieht. Der geht dann per USB darüber an den Rechner. Was kostet sowas? Die liegen so 50 Heuwägelchen in der 50-Euro-Klasse. Mhm. So, jetzt müssen wir sehen, dass wir irgendeinen finden, der uns das macht. Funkgerät des drahtlosen Adapters ist ja aus. Ja, die Übereinstimmung mit der deutschen Sprache sind rein zufällig und nicht gewollt. Ach, habe ich bei Ubuntu letztens auch gesagt. Die haben also auch eine Sprache drauf, da fällt mir nichts mehr ein. Software erhalten. Ich habe mir überlegt, stirbt die aus oder was muss ich jetzt tun? Aber und lauter so Zeug. Diese platte Übersetzung aus dem Amerikanischen. Fürchterlich. So. Gut, wir kriegen den Router nicht. Schade. Also man muss schon also sagen, die Probleme, die wir hier im Studio immer wieder haben, das ist diese ganzen Sachen auf so engstem Raum ist manchmal einfach gar nicht machbar. Es gibt ja auch Störungen von dem einen zum anderen, weil die so nah zusammenstehen. Ja. Das ist nun gut, mal so. Muss man sagen. Jedenfalls, also mit dem habe ich es mal hingekriegt, mit dem 300. 300 hast du. Normalerweise fahre ich dann mit dem zu Hause 100, wenn ich mit dem Router fahre, oder 65. Ich habe den Rechner im Wohnzimmer, der hängt über Wireless LAN an dem zentralen Speicher dran. Der hat auch eine Extrakarte gekriegt, weil ich mit dem auch nur 65 hinkriegte. Der kriegt dann jetzt so ein Ding rein, dann habe ich mit dem auch voll. Mhm. Dann haben wir hier noch ein paar Festplatten liegen, da müssen wir vielleicht noch was zu sagen. Mhm, wäre auch schön. Der hier, der Router hat, und der hier auch, die haben direkt einen USB-Anschluss für Festplatten drin. Da ist also, aha. Hier in dem Falle? Ja. Ups, okay. Jetzt die kann man einstecken. Ja. Die verstehen alle gängigen Filesysteme, also NTFS, FAT32, FAT16. Da hängt dann jetzt in dem Fall so ein kleines Plättchen dran, 160 Gig Platte. Mhm. Als Testplatte war die einfach so gedacht. Die ist ja schön, hier. Schön klein. Und Aber die ist jetzt direkt angeschlossen. Ja, was machst du denn damit? Dran. Speichert er jetzt irgendwelche Sachen? Oder? Nein, die ist im Netz freigegeben. An die komme ich von allen Rechnern, die in dem Netz drin sind, im lokalen Netz drin sind, ran. Also so, als würde ich sie in meinem kabelgebundenen Netzwerk mit einbinden. Ja, so das ist genau wie ein NAS. Ist im Prinzip die NAS, denn die über den Router angebunden wird. Der Vorteil ist, man kann einen USB-Stick reinstecken, man kann irgendwas machen. Mhm. Man kann natürlich auch direkt einen NAS nehmen, sowas hier. Ja. Das ist so eine Billig-NAS, die habe ich mal für 35 Euro sowas gekauft. Habe den Ventilator ausgebaut, weil der sehr laut war, und einfach eine Festplatte reingesteckt, eine ATA-Platte. Und läuft, tut seinen Dienst. Mhm. Es ist jetzt so eine 300 MB-Platte drin, 300 Gig-Platte drin. Ist einfach schön, so als kleines Ding. Ist drahtgebunden, hat kein Wireless, wird über die IP-Adresse angesprochen. Mhm. Es geht aber nicht jede Platte rein. Die haben ein X3, ein internes eigenes Filesystem. Ah ja. So.
Und wenn man jetzt sagt, ja okay, möchte ich alles nicht, möchte noch ein bisschen anderes Komfort dabei haben, da gibt es hier diese netten kleinen Kästchen. Hier sind übrigens überall so gelbe Aufkleber drauf, sollte man mal sagen. Da steht 192, 168, 214 in dem Falle den drauf. Den kriegst du also beim Kauf nicht mit, den hast du da drauf. Nee, den habe ich drauf gemacht, denn in der Testphase hatte ich ganz viele Geräte, da stehen das ganz einfach die IP-Adresse, die ich vergeben habe. Ja. Die haben alle eine feste IP-Adresse. Der eine Router hat einen DHCP-Server noch aktiv, der die anderen Geräte einfach versorgt. Und der macht jetzt Folgendes. Und das ist ein USB-Server. Ja. Ich habe hier 4 USB-Ports. Ja. Und auf der anderen Seite einen LAN-Anschluss. Ja. Ich kann jetzt über die IP-Adresse und die Software, ich bin jetzt allerdings nicht verbunden. Ich werde jetzt mal einfach eins machen, ich werde mal ein Kabel einstecken. Das ist eine gute Idee. Ja, muss auch schon mal zu unkonventionellen Methoden greifen, denn wir wollen ja zeigen, wie das Ding da funktioniert. Hilft der Funk dir nicht mehr weiter, nimm ein Kabel, ist gescheiter. Das ist sowieso eine Sache. Ich habe also dann im Nachgang zu dem zu Hause alles verdrahtet, was nicht unbedingt sein musste. Sage ich doch. So, ich habe also hier Network USB heißt das. Ich sehe hier den USB-Server, der hat die 114, wie da drauf steht. Und da gibt es ein Storage drunter und den kann ich jetzt mit meinem Rechner verbinden. Kann dann von dem Rechner, falls das, ich glaube heute funktioniert gar nichts, okay, wenn das funktioniert, wenn der die Verbindung kriegt, kann ich alles, was auf der Platte ist, auf dem Rechner arbeiten, mitarbeiten, als ob es eine lokale Platte wäre. Und ich kriege also ein Laufwerk gemappt. Da der 4 USB-Ports hat, kann ich 4 Geräte anschließen. Oder 2 Drucker. Also 2 Drucker. Ja, das geht alles damit. USB-Stick erkennt er. Steckt man rein, erkennt auch. Der Nachteil ist dabei, wenn einer sich ein Gerät reserviert hat, gehört ihm das. Ah ja. Das ist also seine Arbeit wie ein Unterschalter. Er baut eine 1, USB ist ja im Prinzip eine 1:1 Verbindung, nicht wie ein Netzwerk. Also er baut eine Verbindung zwischen dem Rechner und dem USB-Gerät auf und das gehört mir denn, in Anführungszeichen. Ich muss Kann auch ich gleichzeitig von verschiedenen Rechnern auf unterschiedliche Geräte? Das geht. Ja, okay. Aber ein Port, den ich mir reserviert habe, der gehört mir. Kostet? Die kostet 50 Euro. 40 Euro nur. Entschuldigung. Also auch für kleines Geld machbar. Ja. Ist eine Möglichkeit für zu Hause. Jetzt haben wir im Prinzip alles erklärt, was geht. Also ist beim Wireless drauf gucken, dass es zusammenpasst. Wenn es geht, verdrahten und so eine kleine NAS als Speicher. Nur ist immer mal besser, als wenn man Wireless irgendwo als rumstehen hat.